Hallöchen, ihr lieben Fatal Desire Explorer, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute startet eine neue Reiseserie, denn ich habe jetzt Urlaub und wir machen eine Fahrradtour vom Niederrhein bis an die Nordsee. Wenn ich ein bisschen komisch gucke, das liegt gerade hier an der Sonne auf dem Balkon. Noch sind wir zu Hause, aber mein Freund ist schon unten im Keller und macht die Fahrräder bereit, startklar. Ja, ich bin auch soweit gepackt und schnapp mir dann auch gleich die Sachen und dann geht's gleich los an die Nordsee, aber noch nicht heute an die Nordsee. Wir machen es natürlich in mehreren Etappen. Für heute haben wir uns direkt schon ein Hammerziel gesetzt, denn wir wollen 100 Kilometer radeln bis kurz vor Burg Steinfurt. Da haben wir dann einen kleinen Campingplatz, wo wir dann unser Zelt aufschlagen können. Das wird eine schöne Strecke und ich hoffe, wir schaffen das Ganze. Und ja, ich würde sagen, ich gucke jetzt runter, wie weit mein Freund ist mit den Fahrrädern und dann geht's gleich auch schon los. Nach 20 Kilometern, eine ganz kleine Pause, und ich habe euch ja noch gar nicht die Fahrräder gezeigt. Also das hier ist das Fatbike von meinem Freund, das er gerade fährt. Und da hinten steht mein Plusbike. Ja, mit den beiden Fahrrädern sind wir unterwegs und ihr seht schon, voll gepackt und halt noch zwei Rucksäcke dabei. Nicht wundern, wir sind einfach so an der Straße, gerade auf einer Bank, also keine Ahnung wo genau. Wir fahren auf jeden Fall gleich noch Richtung Brünen. Das dürfte nicht mehr allzu weit sein. Und dann geht es halt irgendwann nach Borken weiter. Das sind dann so 49 Kilometer. Aber ja, wir melden uns dann nochmal aus der City. Kilometer 50 ungefähr, also die Hälfte der Tour. Und ja, also die Strecke bis hierhin war soweit ganz okay, allerdings war ein bisschen Steigung drin, das war halt ein bisschen hart. Da habe ich schon jetzt ein bisschen Beinschmerzen, aber wir machen jetzt hier ein bisschen Pause, chillen ein bisschen, essen was und ja, dann geht es gleich wieder weiter Richtung Steinfurt.
ja, wir sind jetzt so ungefähr Kilometer 60, 62 und ich war jetzt hier voll rot. Wir haben die ganze Zeit voll Sonnenschein pur und es ist echt warm. Um die 30 Grad würde ich so vermuten. Wir haben jetzt hier ein sehr schönes Fleckchen gefunden. In Fellen selber, noch kurz vor der Stadt an sich oder dem Marktplatzdorf. Ich weiß nicht, wie groß das hier ist. Hinter mir seht ihr schön Wasser und ein paar Enten, wenn man die Enten sieht. Ich habe keine Ahnung. Und auf der anderen Seite ist ein Schloss. Das filme ich gleich und zeige es euch ein bisschen. Ist echt herrlich hier. Ja, deswegen chillen wir jetzt hier so ein bisschen auf der Wiese. Und ihr seht, ich bin schon ganz schön platt. Also 62 Kilometer. Wir sind auch echt relativ gut durchgekommen. Wir sind nicht irgendwie falsch gefahren oder sonst was. Also echt nach Schildern gefahren, war jetzt kein Problem. Und ja, noch ein bisschen chillen. Ich hoffe, dass wir heute noch irgendwann ankommen. Aber ich denke mal schon, da wir jetzt halt relativ viel Zeit haben und keine Eile, können wir jetzt auch öfters eine Pause einlegen, gegebenenfalls. Und dann schaffen wir das schon. Aber ich glaube, ich werde morgen einfach einen Hammer-Muskelkater haben. Also meine Oberschenkel merke ich schon total. Zwischendurch tat auch schon mein Knie weh, obwohl ich eigentlich nicht Knieschmerzen habe. Keine Ahnung. Also das ist hier echt ein richtig herrlicher Ort, ihr seht schon, richtig cool. Nur die Straße hinten stört ein bisschen, da kommt jetzt nicht gerade der LKW vorbei, ist also quasi echt an der Straße. Aber ansonsten mit den ganzen Seerosen und da hinten sind die ganzen Enten, echt schön. Oh, ein süßes Tier. Die ganze Zeit im Wasser und schön. Oh, okay, gerade frisch aus dem Wasser gerettet, ja. Naja, trocknet und dann ist es wieder flugfähig.
Ja, so, wir haben es geschafft. Wir sind endlich auf unserem Campingplatz. Und ja, ich weiß, ihr seht hinter mir nur Feld, weil wir sind hier gerade am Badeteich. Also Teich wortwörtlich. Und ja, eigentlich wollte ich auch noch aufnehmen, wie ich das Zelt aufbaue. Also habe ich irgendwie vorhin auch vercheckt. Und ja, die letzten Kilometer waren eh voll hart. Ich konnte echt irgendwie nicht mehr. Und es war auch ziemlich, ziemlich hügelig. Also ja, bergig würde ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr, sehr hügelig. Und ich bin dann auch teilweise echt gelaufen. Ich konnte einfach nicht mehr. Deswegen, und es war schon sehr spät, deswegen ja, habe ich jetzt nicht mehr in den Dörfern zwischendurch noch gefilmt, weil wir hatten echt keine Zeit, da großartig Pause zu machen und irgendwas anzugucken. Horstmar war echt sehr, sehr schön. Da habt ihr ja noch ein paar Action-Cam-Aufnahmen wenigstens gesehen, wie wir da halt durchgefahren sind. Ja, ansonsten ja, war es echt hart, aber wir sind jetzt endlich da. Und ja, morgen ist eh Pause. Morgen gucken wir uns Burg Steinfurt und Steinfurt halt an. Bin ich auch froh drum, ein bisschen relaxen, bevor es dann halt weitergeht. Aber ja, diese Tour hat es auf jeden Fall in sich. Den tollen Badeteich. Ja. Aber jetzt, ja. Die Leute müssen ja sehen, damit das im Baden da ist. Ja, so. Jetzt hört man keine Frösche mehr. Nee. Quark. Vorhin war hier irgendwie noch voll viele Froschgeräusche. Ja, wir sind hier echt mitten im Nirgendwo. Das war jetzt halt echt hier nur so ein paar Meter vom Zeltplatz entfernt und ja, ist einfach nur Feld und nix. So, noch ein kleiner Nachtrag zu gestern zum ersten Tag. Wir haben zwar schon den zweiten Tag, aber ich erzähle es jetzt nochmal und schneide es in die erste Folge rein, weil ich gestern Abend wirklich richtig tot war. Und zwar wollte ich euch noch kurz erzählen, dass wir die Strecke ja größtenteils oder uns eigentlich vorgenommen haben, nur mit Karte und Beschilderung zu fahren, also ohne Navi oder so. Und das haben wir bis so Kilometer 75 ungefähr auch tatsächlich durchgezogen und es hat super geklappt. Wir haben uns dann sicher auch nicht verfahren oder so, eigentlich ganz cool. Dann waren wir halt so einem Feldweg, weil die Route ging dann quasi so Feldweg oder durch Feldwege, wo halt echt keine Straßennamen auch sind und so. Und wir fahren auch mit Kompass und die Richtung hat halt auch gestimmt. Aber ich habe mir dann gedacht, weil wir haben ein Fahrradnavi ausgeliehen bekommen von meinem Chef. Liebe Grüße an dieser Stelle an meinen Chef. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, komm, bevor wir jetzt diesen komischen Feldweg hier durchfahren und wieder zurückfahren müssen, checke ich einfach mal, ob das so das Richtige ist. Ja, und seitdem habe ich mal den Ding halt so ein bisschen rumprobiert und ausprobiert. Und ja, seitdem war es dann auch ein bisschen schwieriger, denn irgendwie hat es uns erst so ein bisschen im Kreis geführt. Und ja, irgendwie sind wir damit nicht richtig klar gekommen. Bis wir halt ungefähr bis nach Holbeck gekommen sind. Und ja, da waren wir dann schon ein bisschen frustriert, weil uns das Ding halt irgendwie die ganze Zeit komisch geführt hat. Und ja, dann waren wir halt in Holtmar und hatten halt die Option rechts oder links. Logik hat eigentlich mehr links gesagt, Navi hat aber rechts gezeigt. Sind wir rechts gefahren, hat Navi aber gesagt, bitte wenden, obwohl es halt rechts angezeigt hat. Das war irgendwie total verwirrend und da wussten wir dann halt auch nicht weiter. Und ja, wir hatten ja schon eine ganz schöne Strecke hinter uns und wollten ja auch irgendwann mal endlich ankommen. Es wurde ja auch immer später und ja, wir brauchten eigentlich auch noch dringend irgendwie ein Lebensmittelgeschäft, um uns was zu trinken zu holen. Weil wir auch nicht mehr wirklich viel Getränke dabei mehr hatten. Es war echt mega warm. Ja, und dann standen wir da und wollten quasi in die falsche Richtung fahren. Allerdings haben wir dann doch gesagt, kommt, da kommt gleich gerade ein Fahrradfahrer entgegen. Fragen wir einfach mal den. Am besten Ortskundigen, der sich hier auskennt, fragen, der kann uns vielleicht weiterhelfen. Ja, haben wir dann gemacht. Es war ein älterer Herr. Der wusste dann halt auch nicht so hundertprozentig. Aber er hat uns dann angeboten, dass wir ihm einfach folgen sollen mit nach Hause, denn er wohnte nicht weit, irgendwie so 700 Meter oder so von der Stelle, wo wir halt gerade waren, entfernt. Und ja, dann hat er uns einfach sein Tablet angeboten, dann konnte ich nochmal in Google Maps halt nachgucken, wo lang es geht, das war halt super lieb. Wir haben dann auf seiner Terrasse gechillt, im Garten und haben sogar noch ein kühles Getränk bekommen, das war sehr, sehr gut, das haben wir gebraucht. Ja, und konnten so dann unsere Route nochmal, sag ich mal, überprüfen. Haben auch gesagt, wir schalten jetzt das Navi-Ding komplett aus, sonst kommen wir nie an. Und fahren einfach nur nach meinen Notizen, beziehungsweise eben nach ja, dem
was wir dann halt da nochmal auf dem Tablet nachgeschaut haben, was sich auch mit meinen Notizen dann gedeckt hat, beziehungsweise halt eben nach den Schildern. Ja, und das hat dann halt auch an sich ganz gut geklappt. Einmal mussten wir nochmal in Horst mal nachfragen. In Städten und Dörfern finde ich es halt immer schwierig, wenn man in die Stadt reinkommt, da gibt es dann ja so viele Straßen und dann halt da irgendwie durchnavigieren und aus der richtigen Richtung, also wieder rauskommen, finde ich immer am kompliziertesten. Wenn man so Landstraße oder so fährt, geht das ja ganz easy. Da mussten wir halt, wie gesagt, auch nochmal kurz nachfragen, aber das klappt, hat dann auch halt super geklappt. Aber Ja, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich auch für heute von euch. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder schreibt was Liebes in die Kommentare. Morgen, also nächste Folge, wie gesagt, erkunden wir ein bisschen Steinfurt, Burg Steinfurt. Dann nehmen wir euch natürlich auch wieder mit. Und ja, wenn ihr kein Video von unserer Reise bis an die Nordsee verpassen wollt und dann halt auch sehen möchtet, ob wir wirklich da jemals ankommen, dann abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr sogar benachrichtigt, wenn das nächste Video online kommt. Ciao, ciao!